Peggy 18. So, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Borderlands 2 und wir sind hier in Part 12 jetzt schon. Geht ruckzuck. Und allzu weit sind wir leider noch nicht gekommen. Wir sind schon wieder gestorben letzten Part, wie immer. Nee, wie oft. Und ich werde noch 1521 Billionen Mal weiter sterben. In diesem Let's Play. Nein, das nur ein Scherz. Und für die Leute, die sich halt eben aufregen, dass am Anfang immer irgendwie da das mit dem 18 Jahre Ding Warnung kommt, das mache ich aus folgenden Gründen. Und zwar sind viele Let's Plays, die ich aufnehme, für soll ich sagen, alle Altersgruppen. Und da das halt hier jetzt das erste ist, mit Beschränkung, sage ich mal, ab 18 Jahren, mache ich das, ich weiß ja nicht, was ich alles noch mitplayen werde, damit einfach die Eltern oder Kinder oder die Leute, die das schauen, einfach gewarnt sind und ja, dass das erst ab 18 Jahren ist. Es hat nichts damit zu tun, ob ihr jetzt, wie soll man sagen, manche tun, dass ihr in zum Kategorie, wenn du die Filme nicht schaust, dann bist du kein richtiger Mann oder was auch immer. Und das hat nichts damit zu tun. Also, wenn jetzt ein Kind das schaut und sagt, ich schaue das nur, damit meine Kollegen mich für, was auch nicht, erwachsen halten. Das hat nichts damit zu tun. Es geht eigentlich ja hier darum, dass manche Kinder das, weil sie gewisse Erfahrungen noch nicht haben, die Dinge hier nicht so gut verstehen. Und das hat eigentlich nicht immer mit dem Alter etwas zu tun, das hat einfach mit der Erfahrung, was ihr erlebt habt oder getan habt oder was auch immer passiert ist in eurem Leben zu tun. Und ja, manche verstehen die Dinge schneller, manche halt nicht. Und ja, ich weiß auch nicht, welche Alterskategorien das halt hier alle schauen. Und ich weiß auch nicht, wie YouTube das handhabt. Aber ich mache das einfach, indem ich das halt am Anfang jedes Parts hinein schneide, kann man so sagen, hinein tue und einblende. Und ja, das ist einfach für das gedacht. Und so, jetzt schauen wir noch einmal. Wir haben hier ich mach das hier. Ja, tut mir leid, wenn ich die Skillpunkte nicht schön verteile oder gut. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Ich handhabe das einfach auf meine Art und Weise. Ups. Und ja. Ich brenne immer noch. Ich wollte nicht. Eine Rolle ausführen wollte ich, aber das kann man ja in dem Spiel gar nicht. Ich spiele, in dem, wenn man brennt, muss man eine Rolle machen und dann brennt man schneller weniger. Ich weiß gar nicht mehr, was ist das für ein Spiel war, aber ja. Oder es. Ja, in Richtung Uncharted ging das, glaub. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Der ist doch meine Korrosionsschaden gestorben von meinem Schild. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir haben. Wir sind, glaub, nicht so ganz richtig. Kann das sein? Es tut mir leid, wenn ich hier in dem Spiel ein bisschen verpeilt bin, im Sinn von, wenn ich irgendwie Dinge jetzt nicht so angehe, wie sie gedacht sind. Ah doch, wir sind der richtigen Spur. Ja, ich bin halt. Das ist es, das Versteck des Firehawks. Sei vorsichtig, Freund. Mach dich auf jede Menge Fallen gefasst. Eben, wie gesagt, ich bin nicht so der Borderlands-Spieler im Sinn von, ich weiß alles und ich kann alles und das ist definitiv falsch. Hier runter? War der Ort. Ups.
Man bekommt hier keinen Fallschaden. Genau, hier war doch das noch. Genau. Das war der zweite Ort. Wir haben ja einen gefunden und das ist das zweite Versteck von diesen Kammern-Symbolen. Ich kenne nicht alle und ich werde sie auch sehr wahrscheinlich nicht im Internet nachschauen. Aber für euch werde ich einfach die, wo ich finde, werde ich euch zeigen. Von dem her, ja. Und ich habe euch jetzt insgesamt schon 4 gezeigt. Achso. Insgesamt gibt es jetzt schon 4 von diesen. Ja, und schreibt bitte nicht in die Kommentare. Du bist ja voll schlecht, du stirbst ja in jedem Part. Oder so. Ach, noch einen Schuss mehr und das wäre... Ja, die Flinte muss sie ab jedem 3. Schuss wieder nachladen. Also 3 Schüsse habe ich zur Verfügung, ja. Ja, ich bin eben nicht so gut und ja, ich hätte vielleicht irgendwie mich unsichtbar machen können und so. Wäre vielleicht... Genau, aber wie gesagt, ich bin nicht so der typische Sniper-Spieler. Ich bin einer, der ab und zu mal gerne Sniper spielt. Brutzelndes Fleisch schmecken! Siehst du? Fallen. Sieh zu, dass dir das nicht passiert. Das sollte eigentlich nicht jetzt kommen, sondern dort, wo ich dort gegen den anderen gekämpft habe. Und zwar da vorne. Hätte es kommen sollen. Ja, das hätte es eigentlich, wenn man da hinläuft, sollte es kommen. Irgendwie ist das Spiel so verbuggt momentan bei mir. Da kommt jetzt noch mal einer. Doch da gar nicht 2, oder? Ich weiß auch nicht. Vielleicht zu tun, weil ich mehrere Spielstände habe und schon weitergespielt habe. Ich glaube nicht. Na egal. Ich denke, die meisten kennen ja dieses Spiel schon. Wenn nicht, dann ist es nicht allzu schlimm. Das sind die Fallen hier. Es fällt eigentlich auch auf. Zum Beispiel hier drüber springen. Da ist oben, man sieht es auch schon. Da gibt es einen Abgrund. Also, wie soll man sagen, wie soll ich sagen? Das Spiel ist sehr, sehr nett. Es hat überall irgendwie Pflanzen, also hier Pilze, irgendwelche Gegner, irgendwelche Dinge. Also, sehr detailreich. Sehr detailliert gemacht. Und ja, jetzt vibriert es bei mir. Spürst du das? Das Geräusch der Erdbeben beweist, dass meine Bohrer der Kammer immer näher kommen. Das ist der Sound des Fortschritts, Baby. Ja, ja, und immer zwischendurch reden die. Okay, ich lage mir nicht den Kopf an. So, jetzt kann ich meinen Unsinn wieder verkaufen. Und ich sage dem Unsinn, weil wirklich Unsinn ist. Den behalte ich noch. Außer das wäre kein Unsinn. Also, ja, wenn jemand Psycho spielen würde... Der hätte hier sehr Glück. Aber das Lustigste ist auch meistens, man bekommt nicht für sich die Dinge, sondern mehr für die anderen Spieler. Ja. Gesundheit kann man... Ah doch. Hier gibt's Medikits und Schilde. Ich hoffe, es hilft. Hier zum Beispiel Mechaniker. Team Elementarschaden. Das wäre doch super. Also wenn
man im Team spielt, natürlich. Ich habe immer gern so Teamregeneration und solche Dinge. Nichts wirklich Sinnvolles. Das würde zwar uns zum Beispiel mehr Kapazität von Schilden geben, aber das Ganze bringt uns nichts. Möge es dich auf deinen Reisen schützen. Viel Glück. Ja, danke. Wow, ich habe nie gesehen, dass die so auseinanderfallen. Töckchen. Ja, Lilith. Töckchen. Die Banditen nennen mich Firehawk, aber ich heiße Lilith. Ich bin wie du bei den Raiders. Ich halte die Banditen in Schach, damit Roland in Ruhe gegen Jack kämpfen kann. Naja, lange Geschichte. Jede Menge innere Blutungen. Könntest du mir aufhelfen? Jetzt machen wir das, was wir normalerweise, wenn wir im Team spielen würden. Wenn jemand am Boden liegt, kann man nämlich jemanden wiederbeleben. Und das machen wir hier jetzt mit Lilith. Ich brauche eine kleine Stärkung. Besorg mir ein bisschen Eridium, ja? In einer meiner Stahlboxen sollte was sein. Ihr braucht Eridium als Stärkung, ja? Und zwar hier. Ja, das ist das Zeug. Gibst du es mir? Ja, je nachdem, wie weit wir entfernt sind, das habt ihr sicher schon mitbekommen. Sprechen sie dann wie über ein Funkgerät oder so. So, das finde ich hier interessant. Oh, hier kann man es gar nicht lesen. Und zwar der Text, der hier steht. Hier kann man es wirklich nicht lesen. Ja, auf dem PC kann man das lesen. Ich wusste gar nicht, dass es auf der PlayStation 3 so schlecht aussieht. Würde ich mal sagen. Auf dem PC kann man das hier einen Text lesen. Ja, steht zwar auf Englisch, aber das ist ja egal. Ja. Danke sehr. Ach, danke. Du willst bestimmt zu Roland, was? Er ist nicht hier. Die Bloodshots haben ihn geschnappt. Jetzt sind sie übermütig. So hart haben sie mich noch nie attackiert. Auf sie! Jetzt wird's richtig lustig. Ich sehe zu, dass ich ein paar für dich phase. Ja, es wird echt richtig lustig. Machen wir ein bisschen Nahkampf. Oh, Iridium. Hey. Das hat nichts mit einem Schuss zu tun. Nee. Och, Mann. So, hier sind wir nochmal wieder. Und zwar nochmal an den... Nochmal an dem Ort schnell. Ja, ich weiß ja nicht, wie ich das schneiden werde, aber hier sind wir wieder. So, ich musste hier hinrennen. Töckchen. Ja, Lilith wieder. Töckchen. Die Banditen nennen mich Firehawk, aber ich heiße Lilith. Ich bin wie du beleben. Bei den Raiders. Ich halte die Banditen in Schach, damit Roland in Ruhe gegen Jack kämpfen kann. Naja, lange Geschichte. Jede Menge innere Blutungen. Könntest du mir aufhelfen? Komm. Ja, jo.
Ich brauche eine kleine Stärkung. Besorg mir ein bisschen Iridium, ja? In einer meiner Stahlboxen sollte was sein. Ja, das ist das Zeug. Gibst du es mir? Genau. Komm, nimm. Danke sehr. Ah, danke. Du willst bestimmt zu Roland, was? Er ist nicht hier. Die Bloodshots haben ihn geschnappt. Jetzt sind sie übermütig. So hart haben sie mich noch nie attackiert. Ich weiß jetzt leider auch nicht, wie lange der Part werden wird oder schon ist. Ich sehe zu, dass ich ein paar für dich phase. Ja, daher kann es sein, dass der Part etwas länger wird. Und ich hoffe, es friert hier nicht wieder ein. Ich habe jetzt das Internet wieder abgestellt. Ich habe meistens Probleme, wenn irgendwie Online-Spiele beziehungsweise das Internet an ist. Er tut das halt automatisch auf LAN. Und wenn er halt LAN ist, ist auch, sucht er halt auch danach. Und ja, vielleicht soll das Internet einfach so ganz abschalten, dass er überhaupt nicht mit dem Internet verbunden ist. Oder verbinden könnte. Wo? Ah, da. Ja, wenn man zusammenspielt, gibt es hier in der Regel mehr Gegner oder so. Oder stärkere Gegner. Besorg Munition, es ist noch nicht vorbei. Ja. Aber das wissen vielleicht die meisten. Also. Diese Säcke haben keine Chance gegen uns. Genau. Desto mehr Spieler man ist. Sind, dass es nicht allzu einfach wird, werden auch die Gegner etwas schwerer oder es gibt mehr Gegner oder ja. Aber dafür kann man auch schneller Missionen abschließen. Das Leveln ist so, dass der einen Gegner erledigt, kommt am meisten und die anderen bekommen auch noch Erfahrungspunkte. Aber in der Regel der am meisten Kills macht, der hat halt am meisten gelevelt. Ich werde von irgendwo die ganze Zeit angeschossen und ich glaube, das ist der Gegner da. Und immer noch. Mein Controller ist nur am Vibrieren. Und auch die Vibration ausschalten. Ich hab's ja sehr gerne drin. Der backt etwas rum. Okay. Wir versuchen ihn mal zu erledigen. Ach, ich sterbe schon schneller als er. Boah, das war knapp. Ah. Nein, bleib hier. Wieder. Was auch immer. Ja, danke. Boah. Tja, das hat Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich ziemlich fertig. Holst du mir noch ein Stück Iridium? Ja, das Problem ist bei mir immer noch, ich kann mich ja nicht regenerieren. Automatisch. Und ja, deswegen sterbe ich relativ schnell. Und die Schilde nützen auch nicht unbedingt gegen jede Gegner. Und zwar ist das Problem, manche Gegner können mit einem Schuss den Schild weghauen. So, komm. Danke. Sieht sehr interessant aus, wenn man auf das Visier schaut. Ja, seit die Kammer auf ist, sind meine Sirenenkräfte ziemlich umwerfend, dank diesem Iridium-Zeug. Keine Ahnung warum. Also, beraten wir, wie wir meinen Freund retten.
Ja, ich rede mal mit ihr. Naja, Ex-Freund. Nachkampf. Super. Bevor die Bloodshots ihn einkassierten, sammelte Roland Informationen über die Kammer und was Jack damit vorhat. Du musst ihn finden. Ich muss zurück nach Sanctuary und auf die Stadt aufpassen, solange Roland fort ist. Aber zuerst teleportiere ich dich nach Bloodshot Stronghold. Dort halten sie Roland fest. Wenn du sie überrascht, hast du einen echten Vorteil. Halt still! Ich hab dich gerade mal 3 Meter weit bewegt, oder? Sorry, ich bin noch am Üben. Das erinnert mich daran, dass es in Bloodshot Stronghold von üblen Gesellen wimmelt. Du solltest etwas trainieren, bevor du es mit denen aufnimmst. Du machst dich übrigens gut da draußen. Weiter so. Danke, danke. Sagt sie zwar immer, was ja klar ist, das Ganze ist so gescriptet, kann man sagen. Absichtlich so. Oh. Ich nehme einfach immer alles gerade auf, ohne zu schauen. Oh, ist das besser? Nee. Oh. Einen besseren Schild. Der Ladegeschwindigkeit. Dafür ist die Verzögerung. Gut, das ist nicht so viel. Dafür kein Spike-Schaden mehr. Ja, naja. Ich nehme ihn mal. Vielleicht bringt es uns was. Vielleicht auch nicht. Und das andere wollte ich noch anschauen. Und zwar, ja. Klassenmod. Feuerrate. Ja, das bringt es vielleicht. Ich wollte noch kurz schauen, und zwar, wie lange war der vorhergehende Teil im Part? 14 Minuten, okay. Ja. Gut. Dann kann ich den sicher so 15 Minuten oder so. Geht schon. Ja, wie gesagt, die ersten paar Parts werde ich etwas länger machen. Da gehört auch der sehr wahrscheinlich noch dazu. Weil ich weiß ja nicht, wie viele Parts ich von Borderlands machen werde insgesamt. Aber zu Anfang ist es immer so, man kommt fast nicht voran. Und ja, daher... was ich noch vorher sagen wollte, ich bin einfach zurückgelaufen, ja, dort, wo wir stehen geblieben sind ungefähr, und ich habe die meisten Gegner sehr ignoriert und immer meine Fähigkeit benutzt. Da konnte ich schneller durch. Zu, dass es so bleibt. Damit sollte dein Inneres innen bleiben. Und ich hatte all die Waffen wieder, die ich eigentlich verkauft habe. Ja, ich... Na gut, ich verkaufe. Wollte jetzt sagen, ich behalte den. Da. Aber was Neues gab's nicht. Ah ja, da steht Story-Modus, finale Mission. Okay, ich weiß gar nicht, mit Level 11 kann man sich auch dahin teleportieren eventuell. Ja, wir reisen einfach mal. Jetzt seht ihr mal so einen Raketenwerfer. Ja, das ist eine gute Waffe, je nachdem. Macht um einiges Schaden. Mich nimmt es immer noch Wunder, wie wir das dann handhaben, für die Leute, die noch mitspielen wollen. Ich bin wieder in Sanctuary. Sei vorsichtig. Die Bloodshots lagern überall um den Damm herum. Besorg dir ein Gefährt, das ein paar Kugeln abfängt. Ah ja, ah ja.
Na, das nenne ich ja eine tolle Fahrt. Wir müssen nicht dahin. Ich liebe diese Fahrzeuge, ehrlich gesagt. Oder so auch vollbremsen und dann irgendwie so zu driften. Oh, ich muss ja noch ein bisschen überfahren. Was hier? Nee. Ich fahre mal ein bisschen herum. Ja, wir müssen ja auch noch ein bisschen erkunden. Jetzt schaue ich mal die Map. Aha, wir müssen da durch. Lasse die Karte. Okay. Könnte man aber fast hin anfahren. Eigentlich würde das Auto ja hindurch passen, aber man darf nicht. Wobei es ja auch gewisse Fehler im Spiel gibt, wie ihr anscheinend ja mit mir jetzt zusammen gesehen habt. Es gibt halt auch so Fehler, gibt es den Gegner, greift nicht an oder nicht stehen oder in etwas ist in der Luft oder zwei Gegner ineinander und solche Dinge. Ja, da gibt es noch andere Probleme. Doch dahin. Ich muss nicht auf die Bremse drücken, sondern auf das Gaspedal. So. Oder halt bei mir jetzt der Fehler, dass das Spiel stehen geblieben ist, beziehungsweise die Kontrolle sich aufgehangen hat. Das hat aber nichts mit dem Spiel eigentlich an für sich zu tun. Aber das passiert mir meistens, wenn ich online spiele. Früher habe ich nie online gespielt und da hatte ich eigentlich bis dahin noch nie, dass sich die Konsole aufgehangen hat. Wirklich, noch nie. Erst als ich dann irgendwann einmal online gespielt habe, habe ich das Problem. Und auch dieser Ruckler verstehe ich ehrlich gesagt nicht so. So, das Iridium kann ich leider nur aufnehmen, wenn ich den Karren verlasse. Dann sehr speziell, dass ich hier den Assassinen spiele, nicht die Dame. Jedenfalls, wenn wir... Oh, ein Schild. Wenn wir dann online zusammenspielen, werde ich mal schauen, wen ich da spielen werde. Sehr wahrscheinlich nicht ihn. Aber ich dachte mal, ich spiele mal einen anderen Charakter als Monster. Der X-Fast. Mit Wechseln. Ja, wir müssen dahin. Und zwar werden wir das im nächsten Part sehen, wie ich denn hier empfehle und so. Den mit dem Auto machen kann. Ja, sonst wird der Part sehr wahrscheinlich zu lange gehen. Und hier an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Borderlands 2. Tschüss!